Die Alternative für Deutschland, kurz AfD, wurde am 6.2.2013 gegründet. Die Parteivorsitzenden sind Bernd Lucke, Frauke Petri und Konrad Adam. Der AfD setzt sich unter anderem dafür ein, den Euro abzuschaffen, indem sie Hilfskredite blockieren und so das Recht erzwingen wollen, aus dem Euro auszusteigen. Auch will die AfD, dass die Rettungspolitik, eine Politik zur Rettung der verschuldeten Staaten in der EU, nicht vom deutschen Steuerzahler bezahlt wird. Auch wollen sie die verschuldeten Staaten mit einem Schuldenschnitt entschulden und den Verkauf von Schrottpapieren, Wertpapieren, die von Anfang an keinen Wert versprechen, verbieten. Die AfD will des Weiteren Banken in Krisen alleine lassen, anstatt auch dort Rettungsgelder zu bezahlen. Auch will die AfD, dass politisch Verfolgte Asyl und Arbeit finden. Jedoch wollen sie auch strengere Einwanderungsregeln nach dem Vorbild der kanadischen Einwanderungsgesetze. Die AfD will mehr Volksabstimmungen vornehmen und auch unkonventionelle Meinungen in der Bürgerschaft diskutieren, solange diese nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Des Weiteren will die AfD einführen, dass Bundestagsabgeordnete keine Nebentätigkeiten ausführen dürfen. Dies sind nur ein paar Punkte aus dem Wahlprogramm der AfD. Der Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl in Hamburg ist Jörn Kruse. Am 27.11.2014 waren wir auf einer Veranstaltung der AfD. Dort war der Spitzenkandidat der AfD in Hamburg, Jörn Kruse, und hat etwas über das Wahlprogramm der AfD erzählt, bis Bernd Lucke, ein Parteivorsitzender, kam und das Wort übernommen hat. Wir müssen aber auch einfach die Familie stärker anerkennen und das Positive an einer Familie und an dem Leben mit Kindern betonen, meine ich. Aber auch diese Veranstaltung verlief nicht ohne Zwischenfälle, weil es viele Gegner der Partei gab, die ihre Meinung zu dem der umstrittenen Europa- bzw. Währungspolitik geäußert hatten. Wir haben einige Leute über ihre Meinung zur AfD befragt. Einige Punkte, die sie im Programm haben, sind mir nicht unsympathisch, aber letztlich ist mir nicht klar, wie sie das im Einzelnen gestalten wollen. Der eben gezeigte Herr hat Zweifel daran, dass die AfD ihre Ziele umsetzen kann, da es nicht wirklich zu dem Rechtssystem, was gerade in Deutschland ist, passt. Ich würde sie allerdings nicht immer so nach rechts verorten, aber wenn es eine Partei ist, die neben der CDU existieren will, die kann nur rechts sein. Mein Hauptanliegen oder warum ich Gegner gegen diese Partei bin, ist, dass sie antieuropäisch ist. Die ältere Dame, die gerade gezeigt wurde, meint, die AfD sei rechts geneigt wegen der Europapolitik und den strengeren Einwanderungsgesetz.